Hallo zusammen. Mein Name ist André Haller. Ich komme aus Ludwigsburg, bin mit meinen Autorenkollegen, die später auch was dort haben, angereist. Möchte Pablo an dieser Stelle vielen Dank sagen für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Wir sind gezwungen, umzudenken. Das Alte wird nicht mehr bedient. Es ist die Zeit, um umzulenken. Das Falsche hat jetzt ausgedient. Gespräche mit Gott. Hörst du unsere Schreie? Vernimmst du unser Gebet? Siehst du, wie wir leiden, wie es um uns steht? Spürst du unseren Schmerz hier unten auf der Erde, der unsere Seelen vierteilt? Kannst du verstehen, warum unsere Welt in tausend Stücke zerfällt und wir alle dem scheinbar hilflos ausgeliefert sind? Sag, Herr, bist du da, wenn unsere Tränen sich in ein Meer verwandeln, welches alles verzehrt, was ich ihm in den Weg zu stellen versuche? Bist du da, wenn das Feuer der Verzweiflung uns Qualen bereitet, die mit Worten nicht annähernd zu beschreiben sind? Wenn sich die vertraute Harmonie ins Gegenteil verkehrt und nichts bleibt außer Angst und kaltem Schweiß? Kannst du uns denn nicht mehr hören? Was geschieht hier bloß? Herr, sag uns bitte, hörst du unsere Schreie? Vernimmst du unser Gebet? Siehst du, wie wir leiden? Wie es um uns steht? Wenn Mutter Erde weint, dann nur, weil wir ungefragt ihre Bäume fällen, ihre Wälder roden, ihre Erde umflügen und ihre Meere verseuchen. Wenn Mutter Erde weint, dann nur, weil sie an Abgasen, Elektrosmog und Plastikmüll zu ersticken droht. Wenn Mutter Erde weint, dann nur, weil ihr Himmel vor lauter Flugzeugen, Helikoptern und Drohnen nicht mehr zu sehen ist und ihr Blau allmählich verblasst. Wenn Mutter Erde weint, dann nur, weil wir ihre Kinder töten, um unsere Gier nach mehr Nahrung und Sicherheit befriedigen zu können. Wenn Mutter Erde weint, dann nur, weil ihr Schmerz mittlerweile so groß ist, dass sie ihn durch Erdbeben, Waldbränden, Tsunamis, Vulkanausbrüchen und anderen verheerenden Katastrophen Ausdruck verleihen muss. Doch am meisten weint Mutter Erde, weil die Menschenkinder ihr so unempfindlich geworden sind, dass sie die Zeichen der Zeit nicht mehr zu deuten verstehen und weitermachen wie bisher. Hörst du ihre Schreie? Fühlst du, wie sie fleht? Siehst du ihre Leiden? Wie es um sie steht? Wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt. Wir haben sie von unseren Kindern geliehen. Dankeschön.